Morgen, herzlich willkommen zum Webinar 13 Arten von E-Mail-Bedrohungen, von denen man aktuell wissen sollte. Mein Name ist Susanne Dumpfert von Barracuda und ich bin Field Marketing Managerin für Österreich und die Schweiz. Gemeinsam mit meinem Kollegen Julian Schreier, Sales Engineer für Österreich und die Schweiz, werde ich Sie durch das Programm begleiten. Sollten Sie Fragen haben, bitte schreiben Sie diese in der Chatfunktion. Wir werden am Ende der Präsentation diese durchgehen und beantworten. Julian, ich bitte dich gleich zu starten mit den 13 Arten von E-Mail-Bedrohungen. Es sind einige und deshalb sollte man gleich loslegen. Danke. Danke, Susanne. Ja, ich hoffe, man kann mich hören. Mein Name ist Julian Schreier, meines Zeichens Sales Engineer, heute aus dem endlich wieder mal sonnigen Wien. Nach dem recht trüben Wochenende darf ich Sie für die nächste Stunde begleiten und Ihnen ein bisschen etwas über die aktuelle Bedrohungslage von E-Mail-Threads aufklären. Natürlich reicht jetzt diese Stunde leider nicht, um auf alle 13 einzugehen. Aber wir haben uns überlegt, wir kümmern uns mal um die wichtigsten und wir haben auch ein E-Book für Sie vorbereitet, was Sie im Anschluss sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch herunterladen können, wo Sie dann die genauen Details auch rausfinden. Ich fange an mit einer schönen Zahlenslide. Ich darf Sie beruhigen, es gibt nur zwei von dieser Sorte. Das heißt, wir reden danach auch über die technischen Sachen. Und zwar beginnt immer noch fast jeder Breach mit einer E-Mail. Und das Traurige daran ist, 93% davon sind mittlerweile alle auf Social Engineering Techniken zurückzuführen. Das heißt, wir haben nicht nur einen sehr hohen Prozentsatz. Entschuldigung, ich muss dich kurz unterbrechen, dein Ton ist sehr verzerrt. Bevor man da noch. Ja, verzerrt, du klingst so halst. So halst. vielleicht wie ein Mikro ein bisschen weg oder so. Ich habe die Messung bekommen. Ton ist so besser? Besser? Ja, ist besser. Vielen Dank. Super, danke. Noch besser. Doch besser. Okay, Entschuldigung für das. Das heißt, mit den 93% müssen wir arbeiten. Und wir haben hier auch noch ein paar Zahlen über Ransomware-Schäden 2019, die zum Beispiel laut amerikanischen Zahlen auf ungefähr 170 Milliarden betrugen. 43% davon gaben an, dass sie Opfer eines Spear-Phishing-Angriffes waren. Und einer von sieben sogar, dass sie von einer Account-Takeover-Attacke betroffen sind. Das sind eher neuartigere Angriffe, auf die ich dann nachher auch noch eingehen werde und warum die so gefährlich sind. Ich habe mir die Mühe gemacht, aus unseren aktuellen Medien, aus dem Dachraum ein paar Schlagzeilen rauszusuchen. Hat natürlich nicht sonderlich lange gedauert. Also man sieht, dass eigentlich alle paar Tage, dass irgendwas in den Headlines der gängigen Medien kommt. Hier von Heise auch Vorsicht, Corona-Phishing war natürlich aufgrund der aktuellen Corona-Lage vorhersehbar, dass es ausgenutzt werden wird und auch sehr regional ausgenutzt werden wird, wie ich an dem rechten Beispiel. Die Kabel Plus, das ist mein persönlicher Internet-Service-Provider, die wir da eine E-Mail gesendet haben, dass die gerade aufgrund der Homeoffice-Thematik sehr viele gespoofte E-Mails gesehen haben, die nicht von ihnen stammten. Hier wurde natürlich auch die Naivität von Nutzern ausgenutzt, die vielleicht daheim Homeoffice noch nicht so gewohnt sind, die vielleicht mit VPN nicht so umgehen können und prinzipiell einfach mit solchen Gefahren im Normalerweise sehr wenig zu tun haben. Aus den österreichischen Medien auch noch 36% der österreichischen Internetnutzer bemerken Sicherheitsrisiken. Das ist gerade ein Drittel, sollte man natürlich steigern. Und ich habe auch hier noch zwei Beispiele mit Phishing, mit Recapture. Man kennt das natürlich auch, man kommt auf eine Seite, man wird heutzutage sehr oft gefragt, dass man eben sich als Mensch beweisen muss. Man muss irgendwelche Ampeln anklicken, irgendwelche Zebrastreifen, dass das Ganze vielleicht nicht so sicher ist, wie man glaubt. Das haben auch unterschiedlichste Projekte schon bewiesen und könnte man sich auch einmal durchlesen. Ist eigentlich ganz interessant, wie das funktioniert. Und natürlich die Mail vom falschen Chef, verstärktes Phishing in Homeoffice-Zeiten, von dem war natürlich auszugehen. Darum haben wir uns die Mühe gemacht, mit diesem E-Book eben diese 13 Gefahren einmal aufzuzeigen und was das überhaupt für Unterschiede sind. Die gehen von sehr wenig komplex, wo sehr wenig Vorbereitungszeit eines Angreifers dahinter steckt, wo sehr viel automatisiert wird. Da steckt meistens gar kein Mensch mehr dahinter, bis zu den eher komplexen Vorgängen, die eigentlich primär noch mit sehr viel Arbeitsaufwand verbunden sind. Heißt, da muss sich der Angreifer auch einmal Wochen oder Monate mit seinem Ziel
beschäftigen, bevor er den Angriff überhaupt starten kann. Da geht es eben rauf bis zu einem Account-Takeover, über den wir dann noch etwas hören werden. Zuerst einmal zu einem recht häufigen Angriffsszenario, einem Business-E-Mail-Compromise, einer Art von Spearphishing. Worum geht es da? Sie bekommen eine E-Mail, es gibt sich jemand als eine Person aus, die er höchstwahrscheinlich nicht sein wird. Es werden hier unterschiedlichste Techniken verwendet. Wie Sie das sehen bei den Imitationstechniken, der Herr John McDonald hat sich ausgegeben als ceo.mail@acrene.net. Hier versucht man zu verschleiern, dass die wirkliche Domain eigentlich die acme.net ist. Das heißt, er hat da hier mit einem R und einem N versucht, ein möglichst ähnliches M zu produzieren, was auf den ersten Blick auch gelingen könnte. Das heißt, wenn man da nicht genau schaut, dann glaubt man auch, dass das von der legitimen E-Mail-Adresse kommt. Was auch eine sehr häufige Technik ist, ist die Dringlichkeit vorzutäuschen. Leute reagieren ganz anders auf eine E-Mail, wenn da drinnen steht, ja, es muss sofort geschehen, es ist sehr dringend, es darf nicht auf morgen warten. Wir wissen es eh, in unserem heutigen Alltagsstress bleibt oftmals nicht so viel Zeit. Manche Leute können sich einfach nicht so lange mit einer E-Mail aufhalten und jetzt einmal eine halbe Stunde damit verschwenden, rauszufinden, ob die überhaupt echt ist, indem sie entweder versuchen, ihren Chef zu erreichen, der eventuell gar keine Zeit für sie hat, beziehungsweise auch technischere Methoden anwenden, vielleicht die Header reinschauen in den Properties, in Outlook oder ähnliches. Und der Absender ist natürlich immer eine Autoritätsperson. Hier haben wir einen Vorgesetzten oder eventuell auch eine Behörde, wenn sie eine Mail vom Finanzamt bekommen oder ähnliches. Und damit versucht man dann zu sehr schnellen Reaktionen zu kommen, die eventuell auch falsch sind, mit denen man eventuell sensible Daten bekommen kann, mit denen man eventuell zu Geldüberweisungen kommen kann. Eine zweite sehr häufige Technik ist eine Service Impersonation. Hier geht es darum, dass man eine E-Mail bekommt von einem eher bekannteren Service, das aber nicht wirklich das Service ist. Hier als Beispiel Office 365, Sie kennen es vielleicht auch von irgendwelchen Apple-E-Mails oder auch DHL-E-Mails oder andere Versandhäuser sind auch sehr beliebt. Hier versucht man einfach einmal prinzipiell eine E-Mail nachzubauen und auch eine Landingpage nachzubauen. Office 365 erinnert uns hier daran, dass eventuell irgendwas Schlimmes mit Ihrem Account passiert ist und dass Sie sich bitte mal verifizieren sollen, dass das alles stimmt. Also Sie klicken auf den Link, landen auf einer Webseite, die mehr oder weniger gut nachgemacht worden ist und Sie nach einem Login fragt. Wenn Sie sich daraufhin einloggen, wird Sie diese Seite wahrscheinlich auf die echte Office 365-Seite weiterleiten und Sie bemerken es im schlimmsten Fall gar nicht, dass Ihnen gerade sowohl Username als auch das Passwort genommen wurden. Natürlich gibt es mittlerweile mit Multifactor Authentication zum Beispiel Möglichkeiten, mit denen das recht wenig passiert. Manche haben es vielleicht in den Homeoffice-Zeiten jetzt auch schon mitbekommen, die eben Multifactor Authentication benutzen, dass das eine oftmals sehr mühsame Geschichte ist. Das heißt, wenn ich jetzt am Tag 10-mal gefragt werde, ob ich diesen Login autorisieren möchte auf meinem Smartphone, klicke ich irgendwann wie ein Roboter einfach nur mal auf Approve. Ich mache mir oftmals gar keine Gedanken mehr, war diese Anfrage jetzt eigentlich eine gute oder war das vielleicht irgendein Hacker, der sich versucht hat, gegen meinen Account zu authentifizieren und für den ich eben gerade jetzt einmal eine Multifactor-Authentication-Anfrage bekommen habe. Gerade mit dem Microsoft Authenticator ist es noch schwieriger. Google macht es meiner Meinung nach etwas besser. Microsoft zeigt Ihnen nicht einmal eine IP-Adresse oder eine Location an, woher diese Anfrage gerade gekommen ist, wer sich da momentan autorisieren möchte. Ich hoffe, die Microsoft wird da in Zukunft nachrüsten, weil es macht es momentan sehr schwierig, gerade für technisch weniger versierte Leute hier die richtigen Aktionen zu treffen. Hier noch ein anderes Beispiel, auch ein persönliches Beispiel, das haben mir meine Mitarbeiter mitgeteilt. Es gibt natürlich auch das Ganze als SMS, also es müssen nicht immer nur E-Mails sein, die waren da recht kreativ auf der rechten Seite. Das ist ein SSL-VPN-Portal, was einfach danach fragt, Ihnen mitteilt, dass Ihr Konto gesperrt worden ist, dass Sie da bitte reinloggen wollen.
Und das linke ist eine so Sendungsbestätigung von DHL. Was ich recht amüsant gefunden habe, ist, dass die Sendungsnummer in dem Fall die Telefonnummer ist. Die haben also einfach die Telefonnummer hergenommen als Sendungsnummer. Wenn man da ein bisschen aufpasst, dann fällt einem das recht schnell auf. Und jetzt möchte ich einiges über den Account Takeover erklären. Worum handelt es sich da? Ein Account Takeover hat eigentlich vier Phasen. Man beginnt oftmals mit einer Spear-Phishing-Mail oder auch über Informationen, die man vielleicht in Social Media davor gefunden hat, einen idealen Angriffspunkt einmal zu finden und zu Credentials zu kommen. Das könnte ein Datenbank-Breach sein, von denen es heutzutage ja wie Sand am Meer gibt im Prinzip. Es könnte sein, dass irgendeine Person eine private E-Mail-Adresse irgendwo gepostet hat, über die man vielleicht leichter angreifen kann als über eine Business-E-Mail-Adresse, weil einfach die Sicherheitsvorkehrungen nicht so groß sind. Man könnte das Ganze über Malware machen. Wir erinnern uns zurück an 2015, 2016, Locky, WannaCry, Tesla Crypt und wie sie alle geheißen haben. Hat sich sehr schnell verbreitet und war sehr effektiv und probiert dementsprechend einmal irgendwie an User-Daten zu kommen. Einen Account brauchen wir. Im Idealfall für Office 365, da kann ich mich fast überall einloggen, da kann mich über Proxys oder VPN zumindest mal in die richtige Geo-IP-Location reintunneln, damit ich dann auch nicht eventuell auch keine Multifactor-Authentication bekomme, beziehungsweise der Mitarbeiter die sowieso approved. Stellen wir uns vor, wir sind jetzt drinnen. Was mache ich als erstes? Der Angreifer wird beobachten und er wird lange beobachten. Er wird wahrscheinlich die ersten 2-3 Monate mal gar nichts machen, außer einer Sache. Er wird wahrscheinlich eine Outlook-Regel erstellen und mit Hilfe dieser Outlook-Regel versuchen, den gesamten Mailverkehr oder Teile des Mailverkehrs auf eine externe Mailbox zum Beispiel weiterzuleiten. Das auch im Falle des Falles, wenn der Mitarbeiter sein Passwort ändern muss. Es gibt natürlich auch Passwort-Policies in vielen Firmen, immer noch die Mails bekommt. Also es kann sein, dass das jahrelang sich so hinzieht, wenn das keinem auffällt. Da sind wir uns ehrlich, wie oft schaut man seine eigenen Outlook-Regeln an, die man schon seit Jahren benutzt und wahrscheinlich nie wieder anpasst. Dementsprechend nach einigen Monaten, wenn dem langweilig ist, hat er dann auch einige Informationen gesammelt über diesen Mitarbeiter und hat dann auch gelernt, wie dieser Mitarbeiter schreibt und wie das Kommunikationsmuster mit den internen anderen Mitarbeitern funktioniert und kann dann versuchen, mehr Zugangsdaten zu sammeln. Heißt, ganz ein einfaches Beispiel, er hat jetzt schon den Fuß in der Tür, das heißt, wenn Sie eine Spam-Firewall davor haben, dann wird die sowieso den internen Mailverkehr nicht aufhalten, weil die Mails gar nicht drüber gehen. Und der teilt einmal ein Dokument auf OneDrive mit einer gefälschten Landingpage. Gleiches Spiel wie davor mit dieser Service Impersonation. Ich verschicke intern ein geteiltes Dokument, der Mitarbeiter klickt drauf, er authentifiziert sich gegen Office 365, ich habe meinen zweiten Account. Im Idealfall einen mit mehr Berechtigungen im internen Netz. Im Idealfall ein Mitarbeiter, der vielleicht interessantere E-Mails bekommt. Dementsprechend muss man einfach sagen, dass jeder Mitarbeiter, der eine Mailbox hat, ein potenzielles Problem sein kann, weil ich von dem aus einfach zu höherwertigeren Mail-Accounts kommen kann. Und bin ich dann irgendwann zufrieden, möchte ich natürlich auch noch Profit rausschlagen. Ich habe dann Möglichkeiten, ich könnte von intern an externe raussenden, an ihre Partnerfirmen, an ihre Lieferanten zum Beispiel. Das zu irgendwelche Geldüberweisungen zwingen. Oder beziehungsweise diese Informationen, wenn ich mir nicht mehr zutraue persönlich, auf dem Schwarzmarkt irgendwo im Darknet einfach mal verkaufen. Je nach Ranghöhe des Accounts kann das mehr oder weniger Geld, schnelles Geld einbringen. Ja, hier ein kleines Beispiel wieder. Wir haben eine Mail, ebenso eine OneDrive-Mail. This message is from a trusted sender. Natürlich ist das jetzt nicht diese Notification, die Sie in Outlook bekommen, sondern das wurde einfach in dem HTML-Code dazugeschrieben. Hier sehen wir oben von Microsoft Outlook und der Link zeigt natürlich nicht auf Microsoft. Das heißt,
Wer nur einen Hammer hat, für den sieht jedes Problem wie ein Nagel aus, hat der amerikanische Schriftsteller Mark Twain anscheinend mal gesagt. Und E-Mail Security ist heute leider nicht mehr so einfach, wie es früher war, weil durch dieses Social Engineering eben viele andere Angriffsvektoren gekommen sind. Wir haben da mal eine kleine Auflistung von unseren 13 Beispielen hier. Wir sehen ein E-Mail-Gateway, was heutzutage immer noch von relevant ist. Wir sehen, so neue Technologien können mit solchen Sachen eigentlich gar nicht so gut umgehen. Das deckt nur einen Bruchteil dieser Gefahren ab. Wenn ich runtergehe, es fällt auch noch auf, wir haben da ein Beispiel mit Blackmail, also Erpressung, die eigentlich von beiden Technologien nicht perfekt abgefangen werden, aus mehreren Gründen. Einerseits hat man das Problem bei Erpressungsmails, dass sie meistens peinlich sind. Also wenn ein Mitarbeiter erpresst wird, weil der Angreifer vorgibt, er hätte ein Video von ihm aufgenommen, was er vielleicht publik macht, wenn er nicht zahlt oder ähnliches. Sowas wird der Mitarbeiter Ihnen als IT, als Administrator, IT-Leiter, was auch immer, nicht sagen. Also, oder sehr unwahrscheinlich, dass er Ihnen das sagen wird. Das heißt, es wird wenig gemeldet, das heißt, man kann auch nicht darauf reagieren. Und es passiert auch äußerst selten, das heißt, es ist auch für uns recht schwierig, sowas oftmals auf Anhieb zu erkennen, aber ich zeige Ihnen dann noch ein Beispiel, wo wir das eben schon machen. Und auf der anderen Seite eine neuartige Technologie, eben API-Based Inbox Defense nennen wir das, wo es nicht mehr darum geht, dass Sie ein Gateway deployen mit MX Records, den gesamten Mail-Traffic drüber leiten, sondern wir haben hier wirklich eine Technologie, die über API-Calls mit Ihrer Inbox, mit Ihrem Exchange Online direkt kommunizieren kann. Das heißt, auch wenn jemand bereits auf Ihrem Exchange sitzt, weil er sich eingeloggt hat, können wir sowohl das Verhalten analysieren, ob er irgendwelche Outlook-Regeln macht, ob er ausgehend Mails schickt, ob er intern Mails hin und her schickt und auch im Nachhinein darauf reagieren. Wir haben also auch mehr Zeit, weil wir, wenn die Mail schon in der Inbox ist, auch nach einem Tag oder nach 5 Minuten noch was dagegen tun können. Wir haben hier also den typischen Gateway-Ansatz, der schützt uns vor Spam, Malware und Datenexfiltrierung, wie man das im schönen Deutsch nennt. Das heißt, die Aufgabe des Mail-Gateways ist einmal das grobe Kennen und die grobe Filterung von guten und schlechten E-Mails. Wir haben, können uns zurückerinnern, das ist ein Spiel schon seit 30, 40 Jahren. Also das SMTP-Protokoll ist der erste RFC 1982 rausgekommen, schon ein paar Tage her. Und wir filtern hier eben die schlechten E-Mails heraus mit unseren MSSN-Rules, mit verschiedenster Reputation, IP-Blocklist, Domain-Blocklist. Und wir versuchen auch Zero-Day-Angriffe bzw. solche Crypto-Locker, gefährliche Attachments, Drive-By-Downloads irgendwie zu verhindern. Und da hat sich in den letzten Jahren natürlich Sandboxing-Technologie durchgesetzt und werden sie auch bei uns sowie auch bei allen den meisten anderen E-Mail-Security-Herstellern auch in einer oder anderen Form bekommen. Wenn ich mir jetzt aber die anderen Angriffe anschaue, denen ist es eigentlich egal. Also die Mails haben sehr wenig Auffälligkeiten. Also wenn sie nicht direkt eine gewisse URL geblockt haben, dann wird die wahrscheinlich durchkommen. Es sind oftmals sehr kurze E-Mails, 5 Zeiler. Die Bots sind sehr viel besser geworden. Das heißt, sie produzieren auch richtige Header. Sie haben auch SPF-Records und ähnliches. Also eine E-Mail zu erkennen ist für traditionelle, also schlechte E-Mail zu erkennen, ist für traditionelle Security-Lösungen oftmals sehr schwierig. Und darum, jetzt zeigen wir das noch einmal, was macht unser Gateway jetzt besonders gut? Es blockiert die Mail, bevor es der Mail-Server ankommt, beziehungsweise bevor sie rausgeht bei Datenexfiltrierung. Da geht es eben so Sachen wie, ich möchte vielleicht meine Rezepte, wenn ich jetzt eine Bäckerei oder irgendwas bin, möchte ich nicht, dass meine Rezepte rausgeschickt werden. Ich möchte meine Mails komplett verschlüsseln. Wir kennen ja TLS, aber TLS an sich ist ja nur ein gesicherter Kanal, eine gesicherte Kommunikation. Die Mail an sich ist ja immer noch Plaintext. Das heißt, ich möchte meine E-Mails natürlich auch verschlüsseln. Falls jemand einen Man-in-the-Middle-Angriff startet, sollte die Mail auch nicht lesen können. Ich möchte mich vor Malware schützen. Da gibt es natürlich
klassische Endpoint Protection, Virenscanner, Signaturprüfungen, Sandboxen, wo wir wirklich in einem Environment diesen Schadcode ausführen und uns mal anschauen, was der überhaupt macht. Und das funktioniert sehr gut bis zu einem gewissen Grad. Und sobald es etwas genauer wird, wird das einfach nicht mehr anständig skalieren und sehr, sehr aufwendig zu managen. Wir sehen da eben, man hat sehr viele Policies momentan, sehr viele notwendige Policies, um auch nur ansatzweise zu bestimmen, ob es eine gute oder schlechte E-Mail ist. Also solche IP-Reputation-Blocklists, sie sind ja nicht mehr klein. Sie brauchen vielleicht auch eigene Policies pro Absender oder pro Empfänger. Und oftmals wird eben nur der Fokus auf besonders bedrohte Mitarbeiter gelegt. Ich habe das sehr oft gesehen in meiner Zeit mit E-Mail-Security, dass ich bei einem Kunden oder bei einem Partner irgendwelche Blocklisten gesehen habe und im Prinzip haben die nur irgendwelche, ihre Chefs, ihre CEOs, ihre Finanzmitarbeiter eventuell, dass die spezielle Regeln hatten. Aber die kleineren, die aber auch mit E-Mails hantieren, die wurden komplett außer Acht gelassen, was im Idealfall nicht so sein sollte. Warum ist das auch nicht ideal? LDAP-Checks sind nicht ausreichend. Also auch wenn ich jetzt anfangen würde, Empfänger bzw. Absender zu verifizieren, auf eine Art oder die andere, es reicht einfach nicht aus. Und der Kontext der E-Mail wird sowieso komplett ignoriert. Wenn ich jetzt eine E-Mail-Konversation habe und schon fünfmal replied habe und nur rausfiltern möchte, ob da drinnen steht, ja, überweisen Sie mir Geld, das ignoriert den kompletten Kontext der Konversation. Es kann ja sein, dass das eine legitime Anfrage ist in dem Fall. Und da haben wir eben neue Lösungen gesucht. Hier noch einmal ein Beispiel für die Mitarbeiterimitierung. Wenn ich jetzt meiner Mitarbeiterin, meiner Kollegin der Susanne, eine E-Mail sende und der Mitarbeiter versucht dann zu authentifizieren, ja, das ist der Julian Schreier, ich könnte da sehr gut, sehr leicht drumherum kommen. Ich könnte mich auch einfach als Herr Julian Schreier ausgeben. Ich könnte Schreier Julian heißen. Könnte Julia Schreier heißen und es würde einfach im Eifer des Gefechts wahrscheinlich einfach durchkommen. Und viel weiter schauen die meisten Mitarbeiter auch gar nicht. Das heißt, denen ist auch egal, woher die E-Mail wirklich kommt. Und wenn ich auf ein anderes Beispiel noch schaue, dieser trügerische Sprachgebrauch, weil ich erwähnt habe, einzelne Wörter blocken oder einzelne Phrasen blocken, bringt nicht wirklich etwas, weil es immer auf den Kontext drauf ankommt. Kannst du dich bitte noch um die besprochene Überweisung kümmern? Ich muss ja gar nicht Überweisung schreiben. Ich könnte auch eine Nachzahlung, einen Transfer, eine Begleichung, eine Auszahlung und zig andere Wörter im deutschen Vokabular benutzen, um dieselbe Anfrage zu schreiben. Von dem her funktioniert das Ganze einfach nicht. Und wenn ich jetzt meinen API-basierten Ansatz im Gegensatz habe, bei uns heißt das Produkt Barracuda Sentinel. Wir schauen uns das dann danach auch noch kurz an in einer Live-Demo. Dann arbeiten wir hier jetzt mit viel mehr Informationen. Wir haben hier keine statischen Datenbanken mehr, keine Listen, IP-Reputation-Blocklists oder ähnliches, sondern wir arbeiten mit den historischen Daten vom Kunden selber. Ganz einfach gesagt, es handelt sich hier um ein Machine Learning, AI-Modell, was einfach für das einfach alles schlecht ist, bis auf das, was wir schon kennen. Heißt, wenn Sie jetzt, das ist auch vortrainiert natürlich mit unseren E-Mails, Sie brauchen jetzt keine Angst haben, wenn Sie jetzt neu anfangen würden mit einem leeren Exchange, dann kann das Ding natürlich nichts wissen. Das ist korrekt, wir sammeln die Daten natürlich auch von unseren Honeybots und einigen anderen Sourcen, mit denen wir ein anständiges Modell bauen konnten, was eine sehr hohe Trefferquote hat, gerade in diesen Angreifszenarien, die ich Ihnen davor geschildert habe. Und das funktioniert eben jetzt so, wir sitzen direkt auf dem Exchange online drauf und kommunizieren über API mit ihm. Und wir haben jetzt einen Berg an Classifier, hier ein paar als Beispiel, mit denen wir arbeiten können. Aufgrund dessen wir irgendwelche Muster erstellen können und erst wenn mehrere davon einfach nicht einen Sinn zusammen ergeben, schlagen wir dann an. Ein kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel einen Mitarbeiter und der benutzt immer Outlook Web App in seinem Firefox-Browser oder wie auch immer. Jetzt benutzt er auf einmal kein Outlook Web App mehr, sondern ein normales Outlook-Programm auf einem Windows-Rechner und benutzt aber auf einmal Chrome. Das hat er nie gemacht und das hat er auch nur einmalig gemacht.
dann fällt es natürlich auf. Andererseits, die Location kann sich auch ändern. Uns fällt natürlich auch auf, es hat sich jetzt jemand in Office 365 eingewählt und 2 Stunden drauf hat er sich tausende Kilometer entfernt wieder eingeloggt in Taiwan oder ähnliches. Aufgrund der IP-Location fällt das natürlich auf. Und auch der Microsoft fällt das auf. Die werden dann natürlich noch einmal wegen der Multifactor Authentication abfragen. Und wenn mehrere solche Dinge aufeinandertreffen, dann können wir sagen, es handelt sich um ein abnormales Verhalten und ein Gateway kann das eben nicht. Um so etwas abzudecken, bräuchten Sie für ein Gateway hunderte von Regeln und das für jeden Mitarbeiter. Und jetzt stellen Sie sich vor, ein Mitarbeiter scheidet aus oder fängt neu bei Ihnen an. Sie müssten das ganze Spiel von vorne beginnen. Wo bringt uns dieser API-basierte Ansatz jetzt aber nicht? Es ist sehr rechenintensiv und sehr aufwendig im Vergleich zu Gateways. Das heißt, wenn wir das jetzt ohne eine Gateway-Lösung davor machen würden. Erstens decken wir nicht alle Angriffsszenarien ab. Wir haben schon über diese Malware gesprochen, also große Mengen von Malware. Das wäre fatal für die Performance. Und das Letzte, was wir wollen, ist, dass die Mitarbeiter lange auf ihre E-Mails warten, dass die Exchange-Performance sehr einbricht, nur weil wir anfangen, da extreme Auswertungen mit E-Mails zu machen. Das gilt eben sowohl für Spam als auch Malware. Und bei der Datenexfiltrierung, dadurch, dass wir nicht davor sitzen, wir können auch mit unseren APIs nicht rausgesendete Daten beim Empfänger dann rauslöschen, bei ihrem Zulieferer oder ähnlichen Leuten. Das heißt, die sind auch nicht wirklich geeignet für solche Szenarien. Und wie das Ganze aussieht, möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Gut, Sie sollten jetzt meinen Screen sehen. Ich habe es davor schon erwähnt, also unsere Spearphishing, Anti-Spearphishing-Lösung, Barracuda Sentinel, basierend auf Machine Learning, AI-Technologie. Was macht das Tool überhaupt? Es ist eigentlich sehr übersichtlich. Wir haben das absichtlich sehr einfach gestaltet. Das sind alle Punkte, die Sie da drinnen haben. Und das sind alle Settings, die Sie da drinnen haben. Also innerhalb von 10 Minuten sollten Sie eigentlich alles über das Tool wissen, was es zu wissen gibt. Ganz am Beginn trainieren wir, indem wir Ihren ganzen Exchange einmal auf den Kopf stellen und unser neuronales Netzwerk basierend auf Ihre historischen Informationen trainieren. Inklusive der 2,5 Millionen E-Mails, die wir selber noch beisteuern, sollte sich dann ein für jeden Kunden eigener Algorithmus ergeben, der dann die Entscheidungen in Zukunft trifft. Wir haben hier ein kleines Dashboard, wo man auf den ersten Blick auch sieht, was ist da alles passiert. Und wir zeigen Ihnen alle E-Mails, die Probleme gemacht haben. So alle guten E-Mails, die ignorieren wir, weil das würde natürlich diesen Rahmen von diesem Interface sprengen. Aber alle schlechten E-Mails werden da angezeigt. Und es gibt 2 Aktionen. Wir können das entweder in Ihren Spam-Ordner schieben oder wir können es direkt löschen, je nachdem, was Sie bevorzugen. Ein Spam-Ordner ist für viele äquivalent zu einer gelöschten E-Mail. Und hier haben wir ja auch immer die Attack-Types als Begründung. Und hier eben ein Beispiel für Blackmail, weil ich es davor kurz erwähnt habe. Was würde Sentinel jetzt sagen? Sentinel würde sagen, dass hier eine Anfrage für eine Zahlung über Cryptocurrencies gemacht wird, also irgendeine Kryptowährung. Und dass diese E-Mail eigenartige Threats, also eigenartige Drohungen an den Empfänger stellt. Und wenn ich da kurz einmal durchlies, ja, you have the last chance to save your social life, I'm not kidding, und gibt uns eine Deadline von 72 Stunden, hier einen Betrag XY zu überweisen. Also 0,58 Bitcoins in diesem Sinne. Und Sentinel hat das eben erkannt und in den Junk-Folder gesteckt. Employee Impersonation, da hat sich jemand als ein Mitarbeiter ausgegeben. Die From Address is not the typical address. Sie wissen natürlich, Ihre Mitarbeiter werden sehr oft mehr als eine E-Mail-Adresse haben. Sentinel kennt sie in dem Sinn alle. Also Sentinel ist natürlich darauf trainiert worden, auch diese unterschiedlichsten E-Mail-Adressen ohne wirklichen Active Directory-Zugriff zu assoziieren. Also Sentinel weiß, welche E-Mail-Adressen hier verwendet werden. Und dass er eben eine eigenartige Anfrage an den Empfänger stellt. Das ist das Machine Learning Feature. Und dann haben wir noch 2 andere Features. Wir haben einerseits Domain Fraud
Sie haben vielleicht einmal von DMARC gehört. Also bei DMARC, kurz zusammengefasst, halt handelt es sich um die Weiterentwicklung der Sender-Authentifizierungen SPF und DKIM. Sowohl SPF, was zuständig dafür ist, um sicherzustellen, dass das der Absender ist, der vorgibt zu sein, also auch DKIM, was sicherstellen möchte, dass die Integrität der E-Mail gewährleistet ist und sie nicht auf dem Weg zu Ihnen manipuliert worden ist, und nimmt beide Technologien zusammen und bessert im Prinzip Schwächen der beiden Technologien aus und gibt ihnen zusätzlich die Möglichkeit eines Reportings. Und das möchte ich Ihnen kurz zeigen, weil mit den alten Technologien hat man immer das Problem, also jeder, der SPF einmal eingesetzt hat, kennt das, man weiß nicht wirklich, ob der Empfänger das jetzt wieder das ausgewertet hat. Man weiß nicht wirklich, ob irgendein Fremder meine Domäne verwendet und einfach E-Mails in meinem Namen hat. Mit DMARC haben Sie das aber schon. Also wir haben hier eine Domäne in diesem Beispiel auf diesem Demo-Account, die verifiziert ist, und Sie können sich hier anschauen, aha, hier haben wir E-Mails, die stammen von einem Google-Server, der hat E-Mails in meinem Namen geschrieben, das könnte zum Beispiel die G Suite sein, also das Google-Äquivalent von Office 365, was da E-Mails in meinem Namen verschickt. Könnt ihr mir das anschauen? Sehe dann sofort, SPF ist gefailed, das heißt, ich habe hier ein Problem. Wenn ich jetzt wirklich von Google sende, wenn das jetzt wirklich von mir stammt, dann empfiehlt mir die Software sofort, ich sollte mein SPF anpassen. Dann klicke ich einfach drauf, und dadurch, dass es sich um eine Google Source handelt, werden Sie weitergeleitet auf die G Suite, Admin Help in dem Sinn, und wie Sie Ihren SPF-Record richtig anpassen, um dieses Service richtig nutzen zu können. Und wenn Sie diese Technologie nicht verwenden, dann wissen Sie das gar nicht. Und so gibt uns jeder Empfänger Rückmeldung, ob es sich um eine richtige E-Mail von Ihnen handelt oder um eine falsche E-Mail von Ihnen handelt. Es gibt Ihnen sehr viel Transparenz, und Sie können die eben dann approven oder auch nicht approven. Und das Setup ist bei uns super einfach. Also jeder, der mal DMARC aufsetzen wollte, es ist eigentlich gar nicht so leicht, bei uns schon. Sie haben einen Three-Step-Wizard, Sie geben Ihre Domain an, klicken sich dann noch zweimal durch. Wir verifizieren das dann anhand Ihres DNS, und im Endeffekt bekommen Sie dann einfach so einen DMARC-Record, den Sie da auch sehen. Den tragen Sie als TXT-Record bei sich ein. Sie brauchen natürlich auch einen SPF-Record, und Sie brauchen DKIM. Und DKIM aufzusetzen ist heutzutage recht einfach. Jeder gängige Mail-Server unterstützt es. Office 365 unterstützt das auch. Da Sentinel nur mit Office 365 kompatibel ist, ist das natürlich ideal, und das ist eigentlich in 10 Minuten aufgesetzt und können die Technologie nutzen. Und das dritte Feature von Sentinel ist diese Account Takeover Protection, von denen ich Ihnen erzählt habe. Was hier eben wichtig ist, wir greifen hier nicht nur auf E-Mail-Informationen zu, sondern auf alles, was uns der Exchange bietet. In dem Fall eben sehr oft auch auf diese Inbox-Rules, die wir da sehen. Und wenn uns etwas auffällt, dann werfen wir einen Alarm, einen Alert, auch an eine E-Mail-Adresse, die Sie vorher definiert haben. Und wir geben Ihnen dann die Möglichkeit, das anzuschauen. Aha, was ist da passiert? Der hat eine Regel geändert. Move message to folder, stop processing rules. Mit diesen Conditions. Mark as false positive, wenn es egal ist. Oder create incident, wenn es nicht egal ist. Und wir machen das natürlich nicht bei jeder einzelnen Änderung von einer Regel, sondern nur, wenn die Regeln Aktionen beinhalten, die eventuell von einem Angreifer stammen können. Wir empfehlen zuerst, dass man das Account-Passwort ändert, sollte selbstverständlich sein. Wenn ich möchte, können wir das auch übernehmen. Sie müssen sich nur gegen Office 365 authentifizieren. Dann können wir das Passwort von diesem User automatisch resetten, und er muss sich ein neues Passwort setzen. Was machen wir noch? Wir können hier wieder einloggen. Wir töten alle existierenden Sessions, dass keiner mehr darauf zugreifen kann, ohne sich zu authentifizieren. Wir können auch die Sign-ins deaktivieren. Das ist eine empfohlene Aktion. Also solange wir daran arbeiten, dass der sich bitte nicht mehr einloggt, damit wir alles machen können. Und eben das Passwort resetten. Und dann kann ich noch auf Clean Up Messages klicken. Und was macht das jetzt?
Sentinel schaut sich die ganzen E-Mails an in der Inbox und löscht alle raus, die bei diesem Angriff entstanden sind. Jetzt stellen Sie sich vor, da greift sie an und er hat intern ganz viele E-Mails verschickt und Sie müssen das jetzt wieder aufräumen, weil da sind jetzt auf einmal ein Haufen böse OneDrive-Links und Ähnliches auf Ihrem Exchange. Und Sentinel übernimmt diese Arbeit für Sie. Sentinel weiß, wer an wen die Nachrichten gesendet hat und Sentinel kann bei den internen E-Mails die direkt aus der Inbox rauslöschen. Sie müssen also keinen mehr informieren darüber. Das passiert alles vollautomatisiert. Hier haben wir das eben schon vorausgefüllt. Wenn Sie glauben, es gibt auch noch andere E-Mails, also abgesehen von diesen Incidents, die wir da eh schon angeworfen haben, dann können Sie das suchen und dementsprechend wird es dann eben ein paar Aktionen vorschlagen. Das sind die drei Features von Sentinel. Jetzt haben wir noch ein Problem. Es gibt keine 100% perfekte E-Mail-Security-Lösung. Und auch für das haben wir uns etwas überlegt. Und zwar nennt sich das Ganze Forensics und Incident Response. Und das ist dafür da, die E-Mails abzudecken, die trotz allem durchgekommen sind. Und zwar funktioniert das jetzt so, wir haben ein Outlook-Add-in, was Sie an Usern installieren können, was sich die User selber installieren können. Und wenn die Spam bekommen, kennen das sicher, dann melden die sich, ja, ich habe wieder Spam bekommen, kann man was dagegen machen. Über das Outlook-Add-in können Sie es direkt melden und Sie sehen es dann da. Da steht dann drinnen, mein Mitarbeiter hat eine E-Mail gemeldet. Und wenn Sie das dann auch sich anschauen wollen, dann können Sie da draufklicken und haben da einen recht kurzen Wizard, der Ihnen alles anzeigt, was Sie für diesen Vorfall wissen müssen. Wir zeigen Ihnen die E-Mail, wir zeigen Ihnen die Header, wir zeigen Ihnen da noch Threat Details, ja, das war jetzt nicht DMACC-compliant zum Beispiel. Einfach damit Sie mal entscheiden können, ist das jetzt wirklich Spam oder ist das nicht Spam? Und wenn Sie sich dafür entschieden haben, dass das Spam ist, dann geben wir Ihnen Aktionen. Sie können jetzt diese E-Mail automatisch löschen lassen aus der User-Inbox. Oder wenn es sich um eine Mail handelt, die Hunderte von User erreicht hat, dann wird sie auch aus Hunderten von Users Mailboxen rausgelöscht. Und Sie können das Ganze konfigurieren, dass das auch noch für 72 Stunden lang so gilt. Sie stehen unter einem Angriff von DHL-E-Mails, gefälschten DHL-E-Mails Beispiel, und möchten, dass in den folgenden 72 Stunden alle von denen rausgelöscht werden. Was hat das jetzt für einen Vorteil? Wenn Sie direkt einen Blocklist-Eintrag setzen, dann haben Sie den immer drinnen. Kann ja sein, dass Sie den eigentlich gar nicht permanent haben wollen. Und danach müssten Sie ihn manuell wieder rauslöschen. Wir kümmern uns darum, dass das nur für 3 Tage drinnen ist und danach existiert es einfach nicht mehr. Und Sie können auch Ihre Mitarbeiter da verwarnen, können sich da eine E-Mail bauen, die können es natürlich komplett customizen, wo einfach drinnen steht, die waren Opfer eines Phishing-Angriffs oder einer Spam-E-Mail. Bitte ignorieren Sie diese E-Mail. Die wird dann sowieso rausgelöscht. Aber gerade wenn es an externe Empfänger gegangen ist, können Sie auch externe darüber informieren, dass es einen Vorfall bei Ihnen gegeben hat und dass Sie diese Spam-E-Mail nicht öffnen sollten. Und Sie bekommen natürlich eine E-Mail an eine vordefinierte E-Mail-Adresse, die Sie darüber informiert, was da alles gemacht worden ist. Aber wir gehen noch weiter. Also wir haben das jetzt rausgelöscht. Man möchte vielleicht auch mehr machen. Wir haben hier unser Gateway und unser Gateway ist sehr gut, Spam-Angriffe aufzuhalten. Das heißt, wenn Sie die Barracuda Essentials-Lösung haben als Gateway, dann können Sie automatisch für diesen Vorfall einen Blocklist-Eintrag setzen lassen, weil Sie einfach sagen, ich möchte ja eigentlich auch in Zukunft blocken. Mir gefällt das ganz gut, ich will die E-Mails nicht mehr bekommen und kann dann eine Quarantäne oder eine Blockregel setzen lassen, die dann über API einfach automatisch gesetzt wird. Sie müssen sich da nicht mehr drum kümmern. Und wir gehen noch so weit, wir haben auch eine DNS-basierte Webfiltering-Lösung und können, wenn sich Links in dieser E-Mail befinden, verhindern, dass Ihre Mitarbeiter auf diesen Link draufklicken, beziehungsweise auf die Absenderdomäne im Browser aufrufen. Warum ist das jetzt so wichtig? Ich habe ja schon alle E-Mails rausgelöscht. Es kann sein, dass ein Angreifer bereits intern den Link über andere Kanäle geteilt hat. Das heißt, was machen Sie, wenn bei einem Account-Takeover jemand über Teams Links verteilt hat, über Microsoft Teams oder über Slack oder über Skype for Business, wer es noch im Einsatz hat, oder irgendwelche anderen internen Kanäle, die jetzt nicht unbedingt E-Mails sein müssten. Mit einem Webfilter können Sie natürlich solche Sachen immer noch abfangen und wir
automatisieren das Ganze, indem wir einfach diesen Link in die Webfilter-Policies hinzufügen. Klicken dann nachher auf Remediate. Auf diesen Read-Only-Account funktioniert das jetzt nicht. Wir empfehlen Ihnen noch ein paar Aktionen. Und der Incident ist vorbei. Und Aufgaben, die manche IT-Abteilungen vielleicht Stunden in der Woche beschäftigt, dauern halt nur mal ein paar Minuten. Das ist eine extreme Zeitersparnis und sehr effizient, um hier Workflows eben abzubilden. Forensics bekommt auch immer neue Features. Sie können diese Incidents auch selber erstellen natürlich. Sie müssen jetzt nicht nur von Mitarbeitern gemeldete Incidents nehmen und können sich da einfach die Sachen raussuchen. Also wir greifen da wieder über API einfach auf Ihren Exchange Online zu und können da eben rausfiltern, Absender, E-Mail, Absendername, Betreff, was auch immer Sie haben wollen. Und wir haben auch noch die Insights. Und Insights ist ein relativ neues Feature hier von Forensics, wo wir einfach aufgrund Ihrer historischen Incidents, die Sie hatten, oder der historisch gemeldeten User-E-Mails, die eben über das Outlook-Add-in gemeldet worden sind, hier noch Sachen auflisten, die sehr ähnlich sind. Also die entweder related sind oder Post-Delivery Threats, die wir einfach erkannt haben, aber die Mail war schon lange in der Inbox drinnen. Also nicht sofort, wo sie gekommen ist, sondern erst später erkannt haben, weil wir einfach neue Informationen gesammelt haben, weil unsere Honeybots auf einmal neue Informationen geliefert haben, aufgrund dessen wir entscheiden konnten, dass es sich da doch um eine schlechte E-Mail gehandelt hat und können das Ganze dann manuell wieder machen. Und wenn Sie das gar nicht manuell machen wollen, es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie diese Incidents automatisch remediaten lassen. Das heißt, Sie können wirklich, wenn solche Sachen aufpoppen, das auch einfach automatisch reparieren lassen. Da müssen Sie gar nicht mehr reinschauen. Man sollte natürlich immer ein bisschen einen Blick drüber haben. Es werden die E-Mails auch nicht automatisch gelöscht, sie werden nur in den Junk-Folder geschoben. Erleichtert die Arbeit aber noch einmal ungemein. Gut, zurück zur Präsentation. Zu den Möglichkeiten, wie Sie jetzt Ihre vielleicht schon bereits bestehende E-Mail-Protection-Strategie eben verbessern können. Wir haben dieses E-Book, das ist 58 Seiten lang, also da stehen sehr, sehr viele Informationen drinnen, die den Rahmen eines Webinars massivst sprengen würden. Sie finden es auf unserer Website, bitte einfach auf die Hauptseite barracuda.com. Nach ein paar Sekunden sollte das eh schon durchrotieren. Klicken Sie drauf, wenn Sie auf der deutschen Seite sind, bekommen Sie das deutsche E-Book. Wenn Sie auf der englischen Seite sind, bekommen Sie die englische Version davon. Die Sprache können Sie rechts oben auf der Webseite einfach ändern. Das heißt, Sie bekommen einfach das, was Sie haben wollen. Also schützen Sie sich vor diesen 13 Bedrohungen, die wir da eben haben. Gerade die API-basierte Inbox-Lösung wird wahrscheinlich bei den allermeisten Firmen noch nicht in Erwägung gezogen worden sind und eventuell einen Angriffsvektor abdecken, der bei Ihnen sehr häufig vorkommt, weil Sie vielleicht gar nicht gewusst haben, dass es Lösungen dagegen gibt. Was auch wichtig ist, klären Sie Ihre Mitarbeiter auf und schulen Sie sie insofern dahin, dass Sie Sachen gar nicht machen. Also auch wenn etwas durchkommt, dass Sie sich vielleicht zweimal Gedanken darüber machen. Und wir haben auch ein Produkt der Security Awareness Richtung in unserem Portfolio, was Kampagnen machen kann, was Ihre Mitarbeiter darauf trainieren kann, nicht auf diese SMS zu antworten, nicht auf E-Mails zu antworten, auf Links zu klicken und so weiter und so fort. Und automatisieren Sie und modernisieren Sie Ihre Incident Response Abläufe. Ich habe es Ihnen gerade gezeigt. Also unser Forensics und Incident Response automatisiert da sehr viel und nimmt Ihnen sehr viel Zeit für wiederkehrende, mühsame Arbeiten ab, indem solche Sachen automatisiert. Jetzt möchte ich noch auf unseren E-Mail-Thread-Scanner hinweisen. Das ist ein sehr cooles Tool. Und zwar, Sie fragen sich jetzt sicher, was findet Sentinel überhaupt bei mir? Und wir haben diesen E-Mail-Thread-Scanner so designt, dass Sie innerhalb kürzester Zeit rausfinden, was hätten wir auf Ihren Exchange gefunden, was Ihre aktuelle Lösung nicht gefunden hat. Sie können sich da einfach einen Barracuda-Account erstellen. Also wir brauchen E-Mail-Adresse, Passwort, zwei, drei andere Informationen, aber nichts
Magisches jetzt, ist komplett kostenlos. Auch ganz wichtig, wie ich weiß, im Dachraum in Österreich und Deutschland und Schweiz ist natürlich wichtig, dass wir diese Daten auch nicht für andere Sachen hernehmen. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie diesen Scan durchführen, selber Ihre Daten restlos zu entfernen. Also wir behalten weder die gescannten Informationen noch Ihre Informationen. Das ist, wir brauchen auch nur Leseberechtigungen. Wir schreiben nichts auf Ihrem Office 365 Exchange Online. Wir wollen das wirklich nur einmal kurz durchscannen. Kurz ist gut gesagt, je nach Größe von Ihrem Exchange dauert es natürlich, kann auch einmal einen Tag oder zwei dauern. Meistens ist es aber schneller, da handelt es sich dann schon um sehr große Environments. Und das ist eben unser ganzer E-Mail Security Stack momentan. Ich habe jetzt heute hauptsächlich über Barracuda Sentinel gesprochen und Forensics und Incident Response, weil das doch die Lösungen sind, die Ihnen das Leben sehr einfach machen und von denen Sie wahrscheinlich am wenigsten gehört haben. Wir haben natürlich eine Gateway-Lösung mit Barracuda Essentials, die sowohl Spam behandeln kann, aber auch eine Ausführung hat für E-Mail-Archivierung sowie ein Cloud-to-Cloud-Backup, falls Sie ein Backup für Ihre Office 365-Umgebung suchen. Und on top haben wir Barracuda Fishline, wo es sich um eine Security-Awareness-Plattform handelt. Ausführliche Security Awareness Plattform eigentlich für den Enterprise Sektor, wo Sie Kampagnen simulieren können, auswerten können, sowohl für SMS, E-Mail, aber auch Anrufe können wir machen. Und ich möchte noch kurz darauf hinweisen, wir haben vor sehr kurzer Zeit, also Anfang Juni, haben wir bei dem SC Magazin in SC Awards Europe wieder mal einen Preis gewonnen. Die haben uns bestätigt, dass unser Machine Learning Ansatz für Barracuda Sentinel so gut ist und dementsprechend der Best Use of Machine Learning AI gewonnen. Und wir haben auch für Best Email Security Solution für dieses Total Email Protection Bundle, wo wir wirklich komplett alle Produkte zusammenfassen in einen netten Bundle, die untereinander, miteinander sprechen, wie ich schon gesagt habe, über API miteinander sprechen können und ihnen eine rundum gute Lösung bieten, gewonnen. Susanne, dein Einsatz? Ja, hallo. Ich war jetzt kurz weg, weil mir ist leider der Rechner kurz runtergeschwirrt. Super, danke, vielen Dank, lieber Julian, für die ausführliche Berichterstattung über die 13 E-Mail-Bedrohungen. Also wie gesagt, den E-Mail-Threat-Report gibt's, das E-Book gibt es auf de.barracuda.com. Können Sie sich jederzeit runterladen. Sollten Sie Fragen haben, nach der Session dann bitte an dach.sales@barracuda kommen. Für das nächste Webinar schon bereits am 8. Juli, da gehen wir wieder Richtung CCP und Microsoft. Das wird der Hendrik Hirsch wieder machen. Und da können wir dann auch, können Sie sich bereits anmelden. Diese finden Sie auch bereits im Partnerportal und dann auf unserer Webseite. Jetzt wollte ich noch zu den Fragen gehen. Eine Frage war, und zwar in Richtung, ist auch die App, ich habe nämlich ein ziemliches Problem, mir ist der Chat leider leer. Julian, siehst du im Chat? Ja, ich sehe die Fragen noch. Also die erste Frage war, ob Sentinel nur mit Office 365 integrierbar ist und nicht mit einem On-Premise-Exchange. Leider ja. Wir hatten eigentlich immer vorgehabt, dass wir das auch mit dem On-Premise-Exchange integrieren. Microsoft macht es uns da leider sehr schwierig. Diese notwendigen API-Calls, die wir da verwenden, gibt es für den Exchange On-Premise gar nicht. Weder im 2019er noch in einer älteren Version. Jetzt haben wir uns leider auf Office 365 spezialisieren müssen. Ist leider technisch nicht so machbar, wie wir das wollten. Und die zweite Frage war, Mail-Notification an User auch in Deutsch konfigurierbar? Ja, das können Sie. Also Sie können den Text komplett anpassen. Sie können den Absender anpassen, Sie können den Subject, also den Betreffzeile anpassen. Sie können den kompletten Text, der in der E-Mail vorkommt, auch anpassen. Julian, im Chat ist auch noch eine Frage gewesen Richtung API. Schau mal kurz bitte. Und diese Frage kann ich gleich beantworten. Ja, das Recording wird aufgezeichnet und alle, die teilgenommen haben, bekommen das zugeschickt, das Recording. Julian, hast du die Frage gefunden mit der API? Wo ist der Chat auch leer? Vielleicht kann das die Person nochmal reingeben in den Chat.
Ich habe schon. Also wie kann eine solche API in einem vorhandenen Exchange-Server eingebunden werden? Leider Gottes eben nicht. Also dementsprechend war das ein Äquivalent von der anderen Frage, die ich schon beantwortet habe. Na wunderbar. Ich glaube, Julian. Ja, falls es noch was gibt, bitte einfach melden unter dachsales@barracuda.com. Der Kollege der jeweiligen Region wird dann auf Sie zukommen und die Fragen beantworten. Was Sie zufällig aus Österreich kommen, wird es wahrscheinlich ich sein. Ansonsten natürlich die freundlichen Kollegen in Deutschland und der Schweiz. Ja, ich hoffe, wir haben heute ein bisschen was gelernt und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Da ist noch eine Frage schnell reinkommen. Warte kurz. Funktioniert die Software zum Durchscannen nur auf Exchange-Servern? Ja, im Prinzip Exchange Online halt in dem Sinn. Also es funktioniert so, dass sie sich mit einem Global Admin, aber nur mit Read-Only-Berechtigung gegen ihren Exchange Online, also gegen die Microsoft mit so einer App-Impersonation authentifizieren. Sie können die dann auch wieder rausschmeißen. Wir scannen das einmal. Sie können die Daten restlos löschen und bekommen dann einen schönen Report, der Ihnen genau aufzeigt, welche Mitarbeiter bei Ihnen sind besonders betroffen, was hätten wir gefunden, wurden diese schlechten E-Mails intern auch weiterverteilt, wurden sie überhaupt geöffnet? Das sind natürlich auch Informationen, die wichtig sind. Eine ungeöffnete E-Mail ist nicht so gefährlich wie eine geöffnete E-Mail. Also die Informationen bekommen Sie, aber eben nur mit Exchange Online. Die zweite Frage beantworte ich noch schnell. Können Sie den Link für das E-Book versenden? Ja, das werden wir gleich mit versenden, inklusive dem Recording. Dann jetzt haben Sie alles zusammen, das E-Book, das Recording, auch die Dachsales-Adresse. Wunderbar. Julian, vielen Dank. Vielen Dank für alle Teilnehmer, die so lange mit uns im Call waren. Wir waren gut in der Zeit. Ich wünsche allen eine schöne Woche und einen schönen Tag. Wiedersehen. Wiedersehen.